Minuten Deutsch. 2 Minutes German. Tipps gegen Hitze. Die letzten Tage waren sehr warm und die kommenden Tage sollen noch wärmer werden. Und generell waren die Sommer in den letzten Jahren sehr warm und viele Menschen fühlen sich dann nicht besonders gut, schlafen schlecht und haben keine Energie. Was kann man dagegen machen? Leichtes Essen. Das Essen sollte bei hohen Temperaturen nicht zu fett und schwer sein. Generell signalisiert uns unser Körper selbst, dass er keinen großen Appetit bei Hitze hat. Salate, Obst und Gemüse sind eine gute Idee. Nicht zu kalte Sachen trinken. Am besten gegen Durst bei Hitze funktionieren lauwarme Getränke, also nicht zu kalt und nicht zu warm. Nicht gut sind sehr süße Getränke, Alkohol oder Kaffee und Tee. Viel besser sind Wasser, Mineralwasser oder Kräutertees. Säfte sind auch gut, aber nur wenn sie wenig Zucker enthalten. Und natürlich, viel trinken. Die richtige Kleidung. Gut, wenn die Kleidung locker und zu groß ist. Dann zirkuliert die Luft besser und uns ist nicht so warm. Die Kleidung sollte helle Farben haben und perfekt sind Baumwolle und Leinen. Lauwarm duschen. Viele Menschen glauben, dass eine kalte Dusche bei Hitze gut ist, aber eine sehr kalte Dusche ist ein Schock für unseren Körper. Nach einer zu kalten Dusche schwitzt der Mensch generell stärker. Die Wohnung richtig lüften. Wir sollten die Wohnung dann lüften, wenn die Temperaturen nicht zu hoch sind, also in der Nacht, am Morgen oder am späten Abend. Eine gute Idee ist, wenn wir am Tag die Wohnung dunkel halten, so dass die Sonne unsere Wohnung nicht so gut erhitzen kann.